Herzlich willkommen meine Freunde zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute müssen wir mal leider über unschöne Zeiten über unseren Lieblingsclub Arminia Bielefeld reden. Nämlich geht es heute um Christoph von Hoethe und seine ehemalige Zeit bei Arminia Bielefeld. Die Facebook-Seite 1905% Arminia hat nämlich ein Schnipsel seines Interviews geteilt und darauf würde ich heute gerne mal eingehen. Die Facebook-Seite zu 1900% Arminia findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, da könnt ihr den ganzen Text nochmal nachlesen. Ich werde jetzt hieraus nur ein paar Sachen ansprechen, also wenn ich nicht alles 1:1 wörtlich übernehme, tut mir leid, aber ich möchte jetzt hier auch keinen Text einfach langweilig vorlesen. Ja, das Ganze ist entstanden, als Christoph von Hoethe im Interview von Goal und Spox war und über seine komplette Fußballerkarriere gesprochen hat. Da hat er unter anderem auch über seine Zeit bei Arminia gesprochen und die war laut seinen Aussagen zum größten Teil schrecklich. Alles fing an unter Trainer Norbert Meyer und das war wirklich alles super laut ihm. Der Zusammenhalt von Trainer und Mannschaft war super, Erfolge konnten gefeiert werden. Klar, sie haben den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Naja, aber dann war Meier irgendwann weg, ihn zog es nach Düsseldorf, so ist das nun mal im Fußballgeschäft. Und dann kam Rüdiger Rehm. Unter Rehm hatte man dann ein komplett anderes System spielen lassen und die Spieler kamen überhaupt nicht damit klar. Das berichtete auch Nöte, denn Arminia, ja, übertrieben gesagt, hat ein Spiel nach dem anderen verloren. Und so war es dann halt am Ende auch soweit, dass auch Rüdiger Rehm seine Sachen packen musste. Und dann übernahm Jürgen Kramny kurzzeitig. Ich persönlich habe den schon wieder vollkommen verdrängt. Ich muss den erstmal nachgoogeln, welcher Jürgen Kramny überhaupt ist. Er war ja nur 2,5 Monate ungefähr bei unserer Arminia. Und dann übernahm Jeff Sabene. Und das war der erste Trainer, mit dem Christoph von Hoethe so überhaupt gar nicht klarkam. Gleich im ersten Spiel unter Sabene zog sich Christoph von Hoethe einen Kreuzbandriss zu. Und jeder, der schon mal ein bisschen was davon gehört hat, weiß, der fällt lange aus. In den Medien hieß es immer so, ja, er wird bei seiner Heilung bestmöglich unterstützt von den Trainern, von den Ärzten. Aber laut Aussage von Christoph von Hoethe war das absolut gar nicht so. Er wurde komplett auf sich selber gestellt, er musste alles selber machen und wurde von der Mannschaft komplett abgeschottet. Und so darf das natürlich in einem Verein überhaupt nicht laufen. Am Ende der Saison schaffte Arminia ohne Christoph von Hoethe den Klassenerhalt in Liga 2. Für Nöte war es natürlich gut, denn sein Vertrag verlängerte sich durch diesen Klassenerhalt automatisch. Aber er merkte sofort, er war im Verein weiterhin nicht gewollt. Er hieß, seine Leistungen würden einfach nicht ausreichen. Das war für ihn einfach komplett sinnlos, denn er hatte ja gar keine Chance, sich überhaupt auf dem Platz zu beweisen. Kurz vor Ende der Saison gab es ein Gespräch mit Christopher Nöte, Jeff Sabene und sein Co-Trainer Rüdiger Rehm, in dem ihm der Laufpass gegeben wurde. Es hieß, er solle sich doch bitte einen anderen Verein suchen. Das wollte Christopher Nöte aber absolut nicht auf sich sitzen lassen und meinte, er wäre noch am Vertrag gebunden und wenn er sich einen anderen Verein suchen solle, dann müsste er Spielzeit bekommen, um sich wieder in den Fokus zu spielen. Eine Vertragsauflösung wäre für ihn einfach finanziell nicht drin gewesen. Ein paar Drittligisten hatten sogar Interesse, ihn zu verpflichten, doch laut ihm selber war es einfach nicht sein Anspruch. Und er glaubte an Karma, dass Sabene nicht mehr länger Trainer bei Arminia ist. Der Trainerstab wollte ihn im Nachhinein vom Training ausschließen. Gespräche mit seinem Berater und dem Trainerstab haben absolut gar nichts gebracht. Er durfte teilweise sogar nur am Aufwärmprogramm teilnehmen und musste dann am Nebenplatz mit dem Athletiktrainer trainieren. Dass Sabene dann später gehen musste, spielte Nöte natürlich nur in die Karten. Karma hat also für ihn gesiegt und ihn übernahm Uwe Neuhaus. Unter Neuhaus ging es dann erstmal gut los, er wurde fair behandelt, man hat sich viel um ihn gekümmert, doch dann zog er sich wieder einen Kreuzbandriss zu und fiel natürlich auch wieder lange, lange aus. Das war natürlich doppelt bitter für ihn, denn in der Vorbereitung machte er wirklich sehr gute Spiele, traf in fast jedem Spiel. Aber so ist das Fußballgeschäft leider, Kreuzbandriss, da ist man erstmal ein paar Monate außer Gefecht. Er ging dann natürlich wieder alles von vorn los, keiner hat sich um ihn gekümmert, er war komplett auf sich selber gestellt, wieder mal von der Mannschaft abgeschottet und auch ein Uwe Neuhaus, der ihn zuvor fair behandelt hatte, hatte dann überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu ihm aufgenommen. Daraufhin beendete er seine Karriere nach diesen unschönen Aktionen auf jeden Fall. Kann ich persönlich sehr gut verstehen, so sollte man als Fußballspieler absolut nicht behandelt werden. Ich meine, man reißt sich für einen Verein, meistens zumindest, den Allerwertesten auf und dann sollte man auch ein bisschen
Zuneigung erwarten können, gerade wenn man sich dann Kreuzbandriss zusieht. Das wirft einen natürlich ziemlich aus der Bahn und da sollte man auf jeden Fall für den Spieler da sein. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Ihr könnt eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Lasst uns ein bisschen darüber diskutieren. Ich hoffe natürlich, dass solche Seiten bei Arminia nicht mehr sein werden. Na, man hat sie jetzt erst Jahre später gehört. Man weiß alles nicht, was da intern alles so abläuft. Ich meine, das Leben als Fußballspieler ist hart, das weiß jeder. Aber sowas wünscht man natürlich keinem. So, dann wären wir am Ende von diesem Video. Lasst sehr gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ein Abo auf diesem Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in diesem Sinne bin ich raus, wünsche euch noch einen schönen Abend oder was auch gerade ist. Und sage, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!